Hallo ihr Lieben! Ja, Luisa wird jetzt bald 7 Jahre alt. Die ist dieses Jahr eingeschult worden. Das war ein großes Highlight und war auch ganz toll, die Einschulung. Und sie hat auch riesen Spaß in der Schule. Und jetzt am 13. September wird sie halt 7 Jahre alt. Schon 7 Jahre alt, die Zeit vergeht so, so schnell. Und dazu wollte ich euch zeigen, was wir ihr zum Geburtstag schenken. Ich denke, einige interessieren sich von euch dafür. Und ja, legen wir einfach mal los. Also sie hatte jetzt nur einen Wunsch, was sie sich also die ganze Zeit schon gewünscht hat. Und das andere sind halt so Sachen, die sie mir zwischendurch mal, wenn wir halt mal in Geschäfte gehen, wo sie mir dann manchmal zeigt, oh, das ist schön, Mama, oh, das ist so schön. Und ja, das behält man sich halt dann als Mutter und oder als Eltern. Und dann weiß man ja, was ein Kind so mag. Und dann haben wir halt so ein paar Sachen einfach von uns aus halt so geholt. Deswegen weiß sie nur von einem Teil, was sie bekommt. Die anderen Teile ist halt eine riesen Überraschung für sie. Ja, wir haben ihr so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die sind jetzt ganz neu, Flipper Zoo heißen die. Das ist ein großes Stofftier und das kann man hier so umdrehen. Und dann hat man halt so ein Einhorn. Die finde ich richtig niedlich. Die gibt es bei Toys R Us. Das haben wir auch jetzt von Toys R Us. Aber ich setze euch alle Links dazu, weil die anderen Sachen haben wir alle von Amazon soweit. Setze ich euch dann in die Infobox. Und das ist echt total süß. So ein Einhorn. Wenn man das richtig runterzieht, sieht man das hier unten noch nicht. Und ja, dann dreht man das halt hier so um. Und dann hat man einen schönen Drachen. Finde ich richtig süß. Und da wird sie sich auch sehr drüber freuen, weil die hat sich schon ein paar Mal in bei Toys R Us in der Hand gehabt und wollte ihn die ganze Zeit haben. Und dann habe ich gesagt, ja, mal gucken, vielleicht wenn mal Geburtstag ist oder Weihnachten. Und ja, da wird sie sich sehr drüber freuen. Dann haben wir ihr noch dieses Buch gekauft. Ich sehe was, was du nicht siehst, heißt das. Und wir haben auch das Buch Wo ist Walter? Ich kam im Moment nicht drauf, Wo ist Walter? Und da muss man auch so Sachen suchen. Und sie liebt diese Bücher. Ich zeige euch das mal. Also jetzt sind zum Beispiel hier Flamingos. Und in den Flamingos sind halt so Sachen wie Hello Kitty und sowas. Und dann steht halt an der Seite, muss man halt die, also steht dann da, was man suchen muss. Und da gibt es noch mehrere schöne Bilder. Zum Beispiel hier tolle Vogel. Ja, und in dem Vogel sind halt so Sachen, die man suchen muss. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön, das Buch. Und das habe ich schon sehr lange bei Amazon gespeichert. Und jetzt hat sie ja Geburtstag und haben gesagt, dann holen wir ihr dieses Buch. Und das macht sie auch gerne mit den Büchern, Wo ist Walter, die Sachen da suchen. Und ja, finde ich ganz schön. Dann haben wir noch ein Buch geholt, Unsere Erde. Das ist ein dickes Buch, also es ist auch für kleinere. Das sind halt diese Klappen hier. Ups. Sind halt diese Klappen und ja, das ist alles halt über Erde und sie liebt Bücher mit Klappen, also da kann sie sich stundenlang mit beschäftigen und ich fand das halt auch ein bisschen lehrreich und ich denke, sie wird sich auch darüber sehr freuen. Dann haben wir noch das Spiel Grabolo, das werden sicher einige von euch kennen. Ja, das fand ich eigentlich ganz schön und dann habe ich gedacht, nehmen wir das noch dazu. Dann ein Topmodel Radiergummi. Da hat sie die ganze Zeit schon ein Auge drauf geworfen, weil sie sagt, ah Mama, wenn ich jetzt in die Schule gehe, hätte ich gerne so ein Radiergummi, wo man oben so drauf drücken kann von Topmodel. Und dann kann man ihn wieder so schön reinmachen. Und der passt auch wunderbar noch ins Mäppchen. Dann ein Topmodel Haarbürste mit Spiegel. Wollt sie dann auch mit in die Schule nehmen. Dann kann man hier die... Kennt ihr sicherlich alle. Hat sie gesagt, wollte sie dann auch gerne mit in die Schule nehmen, damit sie beim Sport dann ihre Haare kämmen kann. Dann von Topmodel der T-Shirt-Designer, weil sie liebt jetzt mittlerweile Topmodel, also sie steht voll drauf. Und ja, ich denke, das kommt jetzt so langsam mit den ganzen Topmodel-Sachen. Sie interessiert sich immer mehr dafür und sie malt aber auch sehr, sehr gerne. Da sind hier so Aufkleber dabei. Verschiedene tolle und ja, dann halt hier so T-Shirts, die man dann selber bemalen kann mit Stickern und so Pullover.
fand ich auch sehr, sehr schön. Und da sie auch gerne malt, fand ich es sehr, sehr schön. Und sie auch auf Topmodel steht. Aber ich finde, die Sachen sind auch sehr, sehr schön. Immer so, die glänzen immer so, die glitzern und die sind echt schön. Die mögen wir. Dann von Playmobil. Das ist so ein Männchen mit Kopfhörern, Laptop in der Hand und ein Handy. Ja, den hat sie sich auch die ganze Zeit schon gewünscht. Dann noch von Playmobil König und Königin. Wir sind jetzt leider nur in so ein Folie verpackt. Davon gibt es irgendwie keine Verpackung. Also kann man eigentlich wahrscheinlich nur so kaufen. Da setze ich euch aber auch die Nummer von Playmobil unten in die Infobox. Und dann einmal diese Western-Familie. Das sieht man hier jetzt ganz schlecht durch die Tüten. Ist auch ein bisschen blöd, dass das hier in so Tüten nur verpackt ist. Aber ja. Das ist auf jeden Fall die Western-Familie von Playmobil. Die hat sie sich auch schon die ganze Zeit gewünscht. Die haben wir jetzt schon länger im Schrank liegen. Ich habe gern gesagt, dann geben wir ihr die zum Geburtstag dazu. Und dann bekommt sie noch, weil sie hat ja zur Einschulung wirklich so viele Süßigkeiten bekommen, dass wir gesagt haben, wenn sie Geburtstag hat, dass sie nicht mehr so viele Süßigkeiten bekommt. Weil wir haben jetzt noch so viele Süßigkeiten davon übrig. Sie teilt das natürlich auch, weil einige Kommentare unter unseren Videos waren. Natürlich teilt sie das auch mit ihren Freundinnen, wenn die zum Spielen kommen. Oder sie teilt es mit ihrer Schwester, auch mit uns teilt sie ihre Süßigkeiten. Also sie isst nicht alle Süßigkeiten auf einmal und wir haben auch wirklich noch jede Menge Süßigkeiten übrig davon. Und deswegen bekommt sie auch jetzt zum Geburtstag nur halt Kleinigkeiten. Aber sie liebt halt Jellybeans und die fand ich so süß verpackt jetzt mit dem Flamingo. Haben wir die dazu geholt und halt von Altia, die sind glaube ich neu, das ist so ähnlich wie Schokobons. Ja, das haben wir dann noch dazu geholt, weil ja, so viele Süßigkeiten können wir auch nicht essen. Und jetzt zeige ich euch das absolute Highlight, also das weiß ich, da wird Luisa sich sehr drüber freuen und das hat sie sich auch gewünscht. Dazu muss ich mal gerade die Kamera umschwenken, da zeige ich euch jetzt, was sie noch bekommt. So, Luisa wird noch diesen elektrischen Scooter bekommen. Und da wird sie sich riesig drüber freuen. Das ist halt, hier oben ist die Bremse und hier gibt man dann Gas. Und das mit Sattel. Sie wollte unbedingt einen mit Sattel haben und da wird sie auch bestimmt riesigen Spaß haben. So, ich habe mich mal jetzt auf den Boden gesetzt, da kann ich euch besser erklären. Also das ist ein elektrischer Scooter, der ist für Kinder ab 6 Jahre. Und hier gibt man halt Gas. Das ist so, muss man wie beim Mofa früher so rum, den Hebel hier so rum. Drücken. Hier ist die Bremse, der ist mit Sattel. Sie wollte unbedingt einen mit Sattel haben. Und ja, den kann man ja auch in der Höhe verstellen und dann geht das Kabel auch ein bisschen höher. Wir haben das jetzt einfach mal so gelassen, weil wir wissen ja nicht, wie hoch oder wie tief wir es haben müssen. Und wir haben uns ja auch so einen elektrischen Roller geholt, davon werden wir aber demnächst mal ein Video drehen. Und diesen elektrischen Roller hat sie sich schon die ganze Zeit gewünscht, weil Laura hatte den früher auch und irgendwie haben wir da mal ein Video oder ein Foto von geguckt und ja, und dann sagte sie, ob sie auch so einen haben darf. Und ihre Freundin hat halt so ein Hoverboard bekommen, aber ganz ehrlich, da war mir jetzt Luisa noch ein bisschen klein für, weil sie wird ja jetzt gerade erst 7 und ich denke, damit kann sie einfach noch nicht so umgehen. Und dann haben wir gesagt, hier so ein Roller ist schon okay, damit kann sie fahren. Natürlich lasse ich sie auch nicht alleine damit fahren. Generell darf Luisa auch nicht alleine draußen rumlaufen, oder weil bei uns in der Straße kann man halt leider nicht so gut auf der Straße spielen. Und deswegen werden wir dann irgendwie Fahrradwege benutzen dafür und kann man mal sonntags ein schönes Türchen machen. Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr genau, wie lange die Batterie hält. Ich setze euch aber auch den Link dazu unten in die Infobox. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr ja selber mal schauen. Und ich denke, dass sie sich sehr, sehr darüber freuen wird, weil das war halt ihr einziger Wunsch. Sie sagte, ich will unbedingt so ein... Also sie wollte erst die ganze Zeit dieses Hoverboard haben. Aber dann habe ich gesagt, Luisa, du bist halt noch zu klein dafür, wenn einen elektrischen Roller. Und dann habe ich sie halt gezeigt, auch von Laura halt so Fotos hatte sie vorher halt auch schon gesehen oder Videos. Und dann sagt sie, ja, okay, dann wünsche ich mir das. Und denke ich mal, das wird das Highlight dann am Geburtstag sein, da wird sie sich sehr drüber freuen. Am Geburtstag werde ich auch noch ein Video drehen und euch da auch wieder mitnehmen. Ja, das waren die Geschenke von uns, die Luisa von uns bekommen wird.
Und ja, das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne einen Kommentar da und über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!